Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Kraber vom lieben Yogi, Urmodder Richie. Ja, wir sind ja noch an Heupressen, den letzten Rest hier. Wenn ich denn vernünftig fahre, ne? Ist ja so eine Sache bei Svenny. Dann können wir das getrost weitermachen, ne? Oh, hier aus wieder so. Oh ne, jetzt legt er den Ball da genau ab, ne? Na ja, komm, dann drehen wir eben da hinten. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh, jetzt macht er den nicht hoch, ne? Ja, ist jetzt egal. Kommen wir hier rum? Ja, wa? Läuft. Oh, alles im Weg gelegt hier. Der letzte Rest von Schützenfest. Den machen wir eben noch, ne? Dann haben wir heute Korken, ne? Perfekto. Müssen wir auch, oh ne, Ballen stapeln, düngen, säen, ne? Irgendwie war doch der Plan, weiß ich gerade nicht mehr. Ja, ich meine wohl, wir müssen auch noch was säen. Wechsel mal die Geräte auf der Geräte, da kann ich auch die Pickup hochmachen. Dann gehen wir mal wieder runter. Okay. Zu links geführt dich. So, das haben wir. Perfekt. Kann das Moped auch wieder weg? Oh, eine Balle haben wir jetzt nicht mehr gekriegt. Ist nicht so schlimm, ne? So, lass mich mal eben Checkhaken gucken. Ich glaube, wir wollten da noch Weizen sehen, ne? Ja, ja, ja. Sollten wir dann jetzt gleich machen. Warte, Hilfe, Schmerzen. Ballenpresse. Warte, warte, warte. Stellen wir eben hier hin. Können wir die nachher eben mit dem 500er reinfahren, ne? Ja, das machen wir mit dem 500er. Kommen wir da auch besser dran. Hängen wir eben ab hier den Hubel. Oh. Ne, gekalkt haben wir da. Alter, nein, du. Manchmal ist das nicht so schicki, Freundin. Oh, Entschuldigung. Ne, Ölrettich brauchen wir jetzt nicht. Oh, ich bin dran vorbeigesäppelt. Jetzt. Oh, Abflug. Können wir da noch Weizen machen? Ne, hier muss noch wachsen, ne? Oh, wenn du nach vorne guckst, hast du echt einen Vorteil, ne? Neider, neider. So, Kollege Schnürschuh, ich würde sagen, du machst hier mal... Oh, nee. Oh, nee, du machst hier noch kein Drillerchen. Wo ist der 7er eigentlich? Ach, der ist hier, ne? Ich muss noch Ballen abladen. Du hast keine Frontlader-Konsole, ne? Ne, die hat der andere. Bind dich mal eben ab. Wir brauchen das Steine-Moped noch. Alter, nein, habe ich total vergessen. Die Steine-Moped brauchen wir ja auch noch. Da steht das Ding da. Nehmen wir das doch so lange, ne? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, was liegst du da auch in Dreck? Die sind auch nur Mose. Da sind schon 2000 Liter drinne. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wo kippen wir die denn eben hin? Hm. Wir haben ja noch keine Kalkproduktion. Gibt es hier einen Gesteinsbrecher? Ja, ne? Aber lohnt sich auch nicht. Ach komm, da soll wohl nicht so viel... Oh, oh. Oh, da braucht zu tun damit. Nee, dann machen wir ihn leer. Kalkproduktion haben wir im Moment keine Talers für. Sind die eh schon fett in der Kreide, glaube ich. Deswegen, wenn wir da mal Geld für haben, dann werden wir uns die zulegen. Aber da müssen wir auch erstmal Platz für haben, ne? Schon leer? Perfekt. Abflug.
Kann der da eben Steine sammeln? Oh, ist auch keine Frontlader-Konsole. Die ist nämlich am 500er, die Frontlader-Konsole, ne? Ja, ja. Den brauchen wir gleich, den 500er. Boah, ey, der ist damit an Rutschen. Einer, nein, oh. Leichte Traktionsprobleme, der 516er hier, du. Ist nicht so schicki, funny. Der läuft noch, ne? Ja, aber den läuft noch. Wisst ihr mir auch schon. Oh, ein paar Billiges haben wir aber gekriegt, ne? Hier sind schon mal 3, 6. 6, 8 sind hier, glaube ich, ne? Ne, da hinten liegt nur einer, ne? So, Kollege Schnürschuh, meinst du, du kriegst das alleine hin? Ich hätte da nur andere Sachen zu erledigen. Ich würde nämlich gerne mal die Bellekis von der Fläche holen. Oh, ich habe nicht vorher getestet. Ob es sich geht. Ich mach mal eben speichern. Eigentlich habe ich in letzter Zeit keine Probleme mehr mit dem Spiel. Ab und zu ist das mal mit CP. Aber ganz ehrlich, da kann ich mit leben. Weißt du, das fällt 3, ne? Ja. 7,4. Ne, mach mal 3-mal Vorgewende. Blabli blub. CP-Kurs generieren. Speichern. Feld 3. Kurs speichern. Aktivieren. Meter. So. Dann würde ich mal sagen, gib mal ihm Schub. Danke. Kriegst du hin? Oh, Sieglinde. Oh, die mokt dat. Die mokt dat. Ich wollte die... Oh, 61 haben wir mit einem Umweltbonus. Gar nicht so uncool, ne? Wie sieht es denn jetzt bei den Wiesen aus mit Umweltbonus? Das ist doch Wiese, ne? Hä, Feld 22? Ja, ist Wiese. Feld 22 ist das. Okay. Wo sehe ich jetzt meinen Umweltbonus? Gar nicht, ne? Da muss Kalk drauf hinterher, ne? Und dann ordnen wir Stickstoff dort ab. Gesamt minus 759? Oh, 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 oh. Oh. Nein, nein. Ja! Den brauchen wir. Oh, der hat noch vorne ein Gewicht dran. Das muss dann aber auch ab, ne? Mach jetzt mal hinten Luke auf. Das ist ja sonst nicht vorne, ne? Von wegen die Vermüffelung und so. Schmeißen wir die da auch eben rein. Aber wenn du was siehst, ne? Ich sehe gar nichts. Schau, ich nehme jetzt mal ein Schwert damit. Und ich kann nicht nach Spiegeln fahren. Gebe ich immer wieder zu. In der Leere musste ich das einmal, ne? Aber so eine kleine Tür. Auf eine Tenne. Mit einem Zweiachser. Und dann mit dem kleinen Vier. Mit dem 6590, ne? Nur so. Weißt du, solche kleinen Spiegel. Und sollte ich da rückwärts reinschieben, ne? Ich sagte, das kann ich nicht. Da musste ich das so lange machen, bis ich den da drinnen hatte. Das hat eine halbe Stunde gedauert, ne? Und mein Chef stand daneben. Ich sagte auch, nee, du, ne? Weißt du? Das war ja was für mich. Nicht. Hoppläschen. Vorsicht! Jetzt tot sein können. Hätte ich nicht so blitzschnell reagiert, ne? Crazy. So, warum haben wir hier so viel Kohle, ey? Wir müssen bestimmt hier jede Menge Kredit zurückzahlen, ne? Also wir haben da noch ein Gewicht dran. Das müssen wir erstmal abhängen. Haben wir einen Bollenwagen? Bestimmt, aber wo? Weiß das einer?
Schippi. Schippi brauchen wir im Moment nicht. Schippi kann hier bleiben. Weil ich habe jetzt gerade nicht so Lust, mit dem Radlader wollen zu fahren. Wofür haben wir den hier? Hat ein Drama, ne? Irgendwas ist immer. Oh, 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 Svenny, orientierungslos, wa? Oh, 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 so, läuft. Man könnte jetzt auch auf den Wagen laden, ne? Hier in der Wiese, alle Chicky Funny, fährst sie 5 Meter, bis sie da hinten bist. Nimmst sie vom Wagen wieder runter. Also, ich weiß ja nicht, ne? Ich glaube, das geht so ein bisschen fixer. Ja, so viel fixer auch nicht, aber ein bisschen schneller geht schon. Glaube ich schon. Dass das die taktisch klügere Variante ist. Wird zwar ewig dauern, aber naja. Falls das überhaupt geht, was ich hier mache. Das weiß ich nämlich noch nicht. Wir hätten so ein kleines Bobcat, glaube ich, kaufen müssen. Oh ne, geht. Guck mal, läuft der Laden. Kannst du hier so hinstellen? Oh, oh, ne, fahr mal ein Stück zurück. Oh, oh, oh. Man muss doch Profi sein, wa? Guck mal. Lauf den Laden. Wenn ihr jetzt einen wendigen Schlepper hättest, käme es hier schick um die Kurve, ne? Und wenn das alle kein Thema. Oh, 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 wir müssen hier rein. Läuft. Ich hab's Reden vergessen, tut mir leid. Ich weiß aber auch nichts zu verkaufen, ne? Was soll ich euch denn erzählen? Auf der Arbeit war schön, wie immer, nicht? Normal? Viel Arbeit, wenig Vergnügen, ist ja auch normal, ne? Eigentlich kann ich ja froh sein, dass ich viel Arbeit hab, ne? Nicht so Tage wie letzte Woche oder vorletzte Woche, wo der dann... Nee, dann lieber mehr Arbeit. Ja, Auftragslage, richtig schickifani. 40 Aufträge im System. Angeblich sollen alle 2 Wochen Aluprofile kommen. Also, Material, ne? Meist kommen dann so 7 Pakete, a 440 Kilo. Dann wisst ihr ja, dass der Svenny die nächste Zeit nicht mehr Urlaub kriegt, ne? 40 Aufträge, heider, nein. Und natürlich, hier, Bodybuilder-Schienen, ne? Da kriegst du schon Muckis. 1,70 Meter schon wieder, ne? Packt mal so 1,70 Meter Aluprofile. Dann sind da 12 Stück, 12 Schienen, ne? Wir sägen ja, es werden so 6 Schienen aufs Band gelegt, ne? Das sind dann immer 2. Die werden gesägt und dann auf den Wagen gepackt. Bei 1,70 Meter sind das 12 Kilo. So. Bei 900, bei knapp 1000 Schienen, bei 12 Mal, weißt du, wie oft du die Scheiße runterhebst, ne? Entschuldigung für das Wort, wie oft du das braun und flauschige Aluzeug da hin und her hebst, ne? Da brauchst kein Fitnessstudio mehr. Das ist schon so ein Handeltraining, ja, kannst du da schon zu sorgen, ne? Also da brauchst du kein Fitnessstudio mehr.
Und da das ja eigentlich immer nur meine Aufgabe ist, weil es kein anderer machen will, ne? Wisst ihr ja, wie es ist. Das ist mein Arbeitsbereich. Aber ist mir auch egal, ich mach das ganz gerne. Hast du nur eine körperliche Auslastung? Ne, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Bleibst du noch ein bisschen fit? In meinem Alter muss man ja auch schon mal ein bisschen an die Fitness denken, ne? Ist ganz wichtig. Denn wer rastet, der rostet. Oder wie sagt man immer so schön, ne? Das ist wohl so. Von daher. Läuft. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen von dieser ganzen Dramatik hier, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.